einfach mal hier querfeld ein, zack, hügelig, kein Problem, ich merke gar nichts, weiterhin 25 km/h, ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Ihr seht gerade, ich fahre, kann beide Hände an den Lenker machen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, die Kamera vernünftig am Rucksack festzumachen, sodass ich mich auch aufs Fahrradfahren konzentrieren kann. Dabei möchte ich ein bisschen was zum Thema E-Bike-Fahren erzählen. Und ich hoffe, dass die Tonqualität vernünftig ist, dass der Wind jetzt nicht zu viel rauscht. Ich hoffe, dass der Akku hält und dass die Videoqualität, wie gesagt, halbwegs ertragbar ist. Ich fahre jetzt hier gerade mit meinem neuen Fahrrad und da habe ich mir gedacht, es macht doch Sinn, wenn ich euch mal mit auf so eine direkte Reise hier nehme. Ich bin noch keine 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, also es ist nach wie vor, gut, es wäre auch traurig, wenn es jetzt nicht so ist, ein wahnsinnig geniales Gefühl und das versuche ich jetzt einfach in diesem Video mal euch ein bisschen näher zu bringen. In dieser neuen Videoreihe, die ich jetzt hiermit auch offiziell eröffne, werde ich euch so oft es geht mit auf eine Fahrt nehmen, zu der ich schon was erzähle. Ich versuche jetzt gerade selbst auch herauszufinden, wie das so ist, wenn man während der Fahrt auch noch erzählen muss. Und ihr merkt gerade, ich hebe immer die Hand noch dabei, weil ich beim Sprechen auch immer gern gestikuliere. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich das alles unter den Hut bekomme. Ich merke schon von der Atmung her, ist das Ganze gar nicht mal so einfach, weil natürlich auch wenn man hier von dem Motor unterstützt wird. Oh, die Frau ist erschrocken. Ich brauche definitiv eine Klingel. Also sowas ist eigentlich eine Sache, die nicht gern gesehen wird, wenn man mit einem E-Bike schnell an Leuten vorbeirast, vor allem von hinten kommt. Keine gute Sache, also muss ich mir direkt wieder abgewöhnen. Vor allem, wenn ich dabei noch erzähle, dann hier vorbeifahre, dann ist das natürlich keine gute Sache. Von daher wird jetzt eine Klingel auf jeden Fall geholt. Wo war ich denn gerade dran? Auf jeden Fall, diese Videoreihe hier werde ich wahrscheinlich einfach als Highbike-Vlog bezeichnen. Das ermöglicht mir immer eine große Teamvielfalt. Ich kann von den Dingen erzählen, die mich gerade zu dem Thema E-Bike-Fahren begeistern, die mir in den Sinn kommen, die eventuell auch aktuell sind. Und da kann ich halt dann reinpacken, was ich möchte. Und heute in diesem Video mit dem ersten Teil dieser Reihe will ich einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was ich jetzt konkret mit der Reihe hier noch vorhabe und euch halt einfach auch jetzt mal zeigen, wie das ist, mit so einem Fahrrad zu fahren. Mir lag immer sehr viel dran, das auch in dem Video so gut wie möglich rüberzubringen und auf den Punkt zu bringen, wie das E-Bike-Fahren ist. Ich meine, man kann viel davon erzählen und ist auch wahrscheinlich cool, in dem Video zu sehen, wenn einer fährt, aber ja, diese Möglichkeit jetzt hier mit dieser Kamerabefestigung, davon erhoffe ich mir, dass es halt so realitätsnah wie möglich ist. Wir fahren jetzt hier einfach eine kleine Runde hier wieder auf dem Radweg und ja, wo fangen wir an? E-Bike fahren ist auf jeden Fall eine riesen Faszination für mich. Deswegen habe ich mich dafür jetzt auch entschieden, das hier als vollständige, als großen Fokus hier den Kanal darauf aufzubauen. So, jetzt fällt es mir wieder ein. Und jetzt muss man hier direkt wieder aufpassen. Ich merke gerade, ich muss mich generell jetzt auf jeden Fall noch dran gewöhnen, an dieses gleichzeitige Filmen und Sprechen. Der Ton muss drauf sein. Wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde. Ich nehme an, dass die Aufnahmen extrem ruhig sind. Das liegt zum einen an dem Stabilisator der Kamera, den ich, wie gesagt, am Rucksack fest bekommen habe, glücklicherweise, und zum anderen liegt das daran, dass das Fahrrad unfassbar genial gefedert ist. Und ich merke kaum Schlaglöcher. Ich kann einfach, fahren jetzt mal hier durch welche durch. Zack, das ist, ich meine, ihr fühlt das jetzt nicht, aber das ist ein Witz. Das ist ein reiner Witz, ist das. Vor allem verglichen zum Cross-Modell, was ich halt davor hatte. Das war halt ein Fahrrad, was mehr als so für diesen normalen Straßenverkehr ausgelegt ist. Und das halt hier ist jetzt hier im Endeffekt ein Offroad-Bike, ne? Also ein Fahrrad, um fernab der Piste auch mal unterwegs zu sein, mit 150 mm Federweg vorne und hinten. Aber dennoch ist es einfach nur der Oberhit, das immer auch an so einer
so einer ganz normalen Straße zu spüren. Wir fahren jetzt mal gleich. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo ich hier bin, aber ich versuche mal ein paar vernünftige Wege hier zu finden. War am Bordstein, nichts gemerkt. Das ist ein Witz, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Ich versuche jetzt mal hier irgendwo anders noch lang zu fahren. Ich habe immer Angst, dass das Mikrofon verrutscht. Also jetzt hier auf Pflaster, gepflasterten Wegen, kein Problem. Jetzt fahren wir doch einfach mal hier querfeld ein. Zack, hügelig, kein Problem, ich merke gar nichts. Weiterhin 25 km/h, ich kann es selbst noch gar nicht glauben. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also es bereitet mir unheimlich viel Freude. Ich hoffe nur, dass ich auch noch den Rückweg finde. Jetzt geht es einfach mal hier lang. Kann man da überhaupt lang? Ja. Oh, hier ist ein Friedhof. So, hier nächster Test. Kleine Schotterwege, auch überhaupt gar kein Problem. Aber irgendwie sieht das hier alles sehr, sehr verbaut aus. Man muss natürlich auch beim E-Bike-Fahren immer an die anderen Verkehrsteilnehmer denken. Das darf man definitiv nicht vergessen. Und sowas, was ich halt vorhin gemacht habe, einfach an der Frau da vorbeifahren von hinten. Das ist einfach nicht okay. So, jetzt fahren wir mal hier lang, zack, hier hoch. Ich hoffe, jetzt behält die Kamera alles drauf. Also ich fahre hier wirklich mit 27 jetzt gerade auf so einer Straße. Ich rutsche nicht weg durch die breiten Reifen. Das gibt's doch gar nicht. Wer von euch ist denn schon mal mit so einem vollgefederten Mountainbike gefahren? Das ist doch echt unfassbar. So, jetzt die Kamera hier rausgerutscht, das muss man kurz anhalten. Zack, also hier ist der, könnt ihr es auch mal sehen, der Stabilisator, der hängt hier an der Seite mit dabei. Und jetzt muss ich den mal hier irgendwie wieder befestigen. So, jetzt sind wir hier auf der Hauptstraße. Fahren wir direkt wieder rüber. Zack. Und wieder eine asphaltierte Straße, die sich wieder wie Butter, wie Watte anfühlt. Und ich denke, das sollte es auch reichen. Kleiner Einstieg. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf so eine Videoreihe freuen würdet, in der ich versuche, dieses E-Bike-Fahren so ein bisschen näher zu bringen. Speziell jetzt hier mit einem vollgefederten Mountainbike. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit und sage bis zum nächsten Video. Ciao.